Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Modellbahnfreunde. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie meine Anlage entstanden ist, wie mein Bahnhof Wittenburg aussieht, weil ja auch viele gefragt haben, wie, dass ich mal meine Anlage mal komplett mal zeigen sollte, mal, wie ich sie aufgebaut habe. Mit dem BW und Bahnhof und Schattenbahnhof und dann bis zum die Fertigstellung, das was hinter mir zu sehen ist hier, wie man jetzt schon sehen kann. Und da wartet ja noch einige Baustellen noch auf mich noch und so möchte ich euch das mal zeigen. Die Anlage ist 15 Meter lang. Und die breitesten Teile sind 1,70 Meter breit und verjüngt sich auf 1,30 Meter. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie das jetzt alles entstanden ist. Dazu zeige ich euch jetzt mal den Bahnhof Wittenburg. Damit hat es ja alles angefangen, vor circa 2007 hat das angefangen mit dem Bau und nun möchte ich mal zeigen, was da alles draus geworden ist. Bis gleich. Ja, nun sind wir in dem Bereich angekommen vom BW Wittenburg. Was sich ja auch vieles abspielt. Und hier ist ein siebenständiger Ringlokschuppen. Das ist ein Kipri-Ringlokschuppen gewesen, der ein bisschen modifiziert wurde, auch gealtert wurde. Auch wurde mit Gruben ausgerüstet. Also jede Lokschuppeneinfahrt hat auch eine Lokgrube gekriegt und die ist auch beleuchtet. Das werde ich dir mal zeigen. Ich hoffe, dass man das sieht. Werden mal gucken, ob wir ein bisschen größer kriegen. Da kann man mal sehen, dass da schon eine Beleuchtung ist und da und in jede dieser Schuppeneinfahrten sind dann auch eine Beleuchtung drin, damit das Personal nicht im Dunkeln rumrennen muss. Des Weiteren habe ich vorne auf der Drehscheibe, das ist eine H0E-Lokomotive. Das ist die, ein Spitzname hat die mal gekriegt, die röchelnde Anna. Das ist ein C1-Kuppler mit Außenrahmen. Und die war mal die Baureihe gewesen, 994512. Die habe ich mal circa vor 25 Jahren habe ich die mal gebaut. Aus einem Modelleisenbahne, eine Bauanleitung und die ist komplett aus Messing entstanden. Die fährt, darf bei mir immer auf dem Loktransportwagen fahren, auch auf Strecke mitfahren. Da ich ja hier auf meiner Anlage keinen H0E habe und die wird immer einen Ehrenplatz haben bei mir. Die ist komplett aus Messing gebaut und fahrbereit natürlich. Ja, dann kommen wir weiter zum BW. Das ist nachher die Zufahrt. Ist das hier zum Kohlebunker und Besandungsanlage. Die beim Kohlebunker hier hinten, die Kohle ist echte schlesische
Steinkohle von unserer Bäderbahn, die hier in Doberan, zwischen Doberan und Kühnungsborn läuft. Da habe ich mir diese Steinkohle mir geholt. Und das macht sich sehr gut. Und vor allen Dingen sieht das auch sehr realistisch aus. Auch, wie ihr bestimmt auch schon aufgefallen ist, wurden alle Bäume, die sich hier auf der Anlage sich befinden, selber gebaut. Das sind noch nicht alle, es kommen noch einige noch dazu. Das dauert natürlich alles noch seine Zeit. Und jeder weiß ja, wenn einer mal Bäume gebaut hat, was das heißt, wie lange das dauert, bis man einen Baum so fertig hat, dass es einen auch gefällt. So sind denn auch diese Birken, die hier stehen. Diese hier, das sind richtig finigrane Birken, sind das. Und da sollen denn hier, soll denn auch ein paar kleine hin. So ein bisschen zerzauste Birken sollen da hin. Das habe ich mal so vor, dass es da so gemacht werden soll. Ja, kommen wir weiter zum Bahnhof Wittenburg. Es ist natürlich kein Bahnhof nach Vorbild, damit da keiner irgendwie was verkehrt versteht. Das ist nur ein Fantasiebahnhof. Und ich habe mir auch eben kein bisschen hier an ein Vorbild gehalten. Für mich kam es darauf an, ich wollte nicht den Bahnhof vollkommen überladen haben. Das wollte ich nicht. Also nur höchstens so 3-4 Durchgangsgleise, ein paar Abstellgleise, wie das ja auch hier zu sehen ist. Und mehr wollte ich eigentlich gar nicht haben. Mit einem Anschluss an einen BW. Ein BW wollte ich haben bei mir. Und da ist ja die Zufahrt. Die ist hier hinten, geht sie lang nachher. Und dann kommt, geht sie denn darum. Da kommt sie denn, hier sind denn die Einfahrungsgleise und der Ausfahrungsgleis. Und dann kommt man da zum BW hin. Ja, nun muss ich mal etwas weiter rücken mit der Kamera, dann geht es gleich weiter. Ja, nun habe ich mal kurz die Kamera mal weitergeführt. Und hier beginnt ja die nächste Baustelle. Das ist jetzt in diesem Bereich hier. Hier soll mal eine kleine Maschinenfabrik hin oder ein kleines Fabrikgebäude. Auch im Backsteinoptik soll hier rein, weil das muss ja zu dem Bahnhof, sollte das ja noch ein bisschen mit zusammenpassen. Und das soll hier nachher rein. Das ist aber noch in Planung, da bin ich noch nicht ganz sicher, was ich hier hinbaue. Hier vorne geht ja schon die Ladestraße lang. Ist ja schon, da ist ja schon mal soweit fertig zum Güterschuppen. Der Güterschuppen ist natürlich auch von Auhagen. Davon sind 2 Stück verbaut worden. Und dieser Güterschuppen wurde mit einem alten Putz überzogen. Da das ja im Original ist, der ja gewesen mit einem Mauerwerk. Das wollte ich aber nicht so haben. Und so habe ich den Fachwerkschuppen mit Spachtelmasse und ein bisschen Puderfarbe ein bisschen bearbeitet.
Und so sieht das denn nachher richtig gut aus. Ist auch richtig schön geworden. Der hat auch eine LED-Beleuchtung bekommen. Auch eine Inneneinrichtung hat der Schuppen auch bekommen. Und die Ladestraße wird natürlich schön abgeteilt durch schöne Pappeln. Wie ja gesagt, die Bäume wurden alle selbst gebaut. Wunderschöne Pappeln sind das. Trennt den Hauptbahngleise und die Güterbahngleise richtig schön ab. Habe ich sogar auch irgendwo mal im Originalen gesehen. Das gibt es ja leider nicht mehr. Das wurde ja alles abgesägt. Aber das sieht schon mal sehr schön aus. Ja, nun muss ich mal wieder ein Stückchen weitergehen. Bis gleich. So, nun haben wir mal den Güterschuppen von der Ladestraße aus gesehen, wie das jetzt aussieht. Diese ganze Ladestraße ist circa 1,20 Meter lang und die Gleise wurden natürlich auch gepflastert und das Ladegleis natürlich auch mit Spachtelmasse aufgefüllt und dann jeden einzelnen Stein wurde ausgekratzt. Das ist eine richtige schöne Arbeit. Wer das ja mal gemacht hat, weiß ja, von was man da spricht, wie klein das ist. Und wie winzig und 1,20 Meter langes Gleis dann so auszukratzen oder zu fertig zu pflastern, wie es jetzt hier zu sehen ist, ist das schon eine ganz schöne Arbeit. Dafür habe ich ungefähr so 4 Wochen dran gesessen, die ganze Fläche zu bearbeiten, so wie sie jetzt aussieht. Nö, also das ist schon eine richtige miese Arbeit gewesen, aber hat sich gelohnt. Ja, dann kommen wir mal weiter. Hier sind noch Bäume. Die sind glaube ich schon 10 oder 12 Jahre alt sind die. Die werde ich jetzt demnächst auch tauschen. Da sollen mal andere hin. Ein paar bessere, da sind auch noch welche aus der Anfangszeiten. Auch haben wir hier hinten noch unser Getreidesilo. Das ist auch ein kompletter Eigenbau. Der muss aber noch zu Ende geführt werden. Da muss ich jetzt auch noch bald beigehen. Da erwartet mich natürlich auch noch was Schönes. Ja, das nächste ist dann das Mittelstück. Wenn wir jetzt rübergehen zu diesem Landschaftsteil nachher, vom Bahnhof rausgefahren, habe ich hier meinen Schrankenposten Nummer 8. Da muss ich natürlich auch noch meine Schranken machen. Wie ist es da? Wie man da sehen kann, weil ich habe da noch keine passende Schranken gefunden, weil die Schranken sind nur etwas zu kurz und wahrscheinlich muss ich die auch selber bauen, da die einfach zu kurz sind und längere habe ich bis jetzt noch keine gefunden. Naja, das ist dann wieder eine Baustelle. Kann man auch sehen, auch der Schrankenposten 8 ist auch ein Auhagen-Bausatz. Der wurde auch verputzt mit Spachtelmasse und wie der
mit Puderfarben behandelt und sieht ja schon sehr realistisch aus. Ja, dann fahren wir weiter. Kommen wir in die Richtung des Burguinberges. Ist da, wie man da ja schon sehen kann. Der Burguinberg, der ist von hier aus gesehen, von der Straße aus gesehen, steht die Burg in circa 60 cm Höhe. Das wirkt schon mal ganz gut. Und von der anderen Seite aus gesehen wirkt das natürlich noch etwas besser, weil da denn die unterste Paradestrecke noch etwas tiefer liegt und da liegt denn die Burg dann circa auf 80 cm Höhe. Da werde ich jetzt mal hingehen. Dazu muss ich meine Position wechseln. Ja, nun sind wir von der anderen Seite der Anlage, von dem Landschaftsteil, wo ja eine nur Fahrstrecke ist. Und hier kann man nun sehen, den Burgruinenberg ist da, wo da kommt hier die zweigleisige obere Paradestrecke. Das ist die hier an meine Blockstelle ist das. Da geht es durch. Das ist ein kurzer Tunnel. Und dadurch lassen sich auch viele Filmperspektiven auswählen. Man kann da von jeder Seite mal nehmen, vor der anderen Einfahrt von Bahnhof Wittenburg aus und von der Einfahrt jetzt von dem Landschaftsteil zur Richtung zum Tunnel hin, zu der Burgruine ist da. Auch kann man ja hier sehen, das Landschaftsteil, diese Wildbewuchs hier mit der Wiese, das ist eine ganz einfach hergestellt. Die erste Lage mit Grashalme mit 6 mm und dann werden immer diese kleinen, hier sind immer so kleine Büschelchen. Die werden mit einem kleinen dünnen Schraubenzieher zusammengeschoben und dann trocknen lassen und dann wird das wieder aufgefüllt. Dadurch erhält man so einen Effekt. Das sieht richtig gut aus. Und ich bin damit sehr gut gefahren, wie man das so sehen kann. Und auch das ganze Landschaftsbild gibt sich ganz gut wieder. Wichtig ist natürlich auch, man muss die richtige Beleuchtung haben. Das ist sehr, sehr wichtig für eine Anlagenausleuchtung. Da habe ich 7 LED-Röhren genommen, 25 Watt stark und die sind 1,50 Meter lang. Dadurch habe ich eine schöne Ausleuchtung für die Anlage. Ja, da muss ich jetzt mal wieder einen neuen Standpunkt suchen. Das geht ja noch etwas weiter. Also geht's bis gleich. Ja, hier kann man nun sehen, die unterste Paradestrecke. Und dann kann man schön sehen, wie die Burg sich auf dem Berg richtig schön rüberkommt. Das finde ich, das sieht sehr schön aus. Kommt auch mit den Proportionen richtig hin, mit der Größe. Kommt ganz gut hin.
Auch habe ich jetzt meinen Bahndamm, wie man ja auch hier sehen kann. Ist das hier alles aus Gips gefertigt worden? Mein Massiv, mein Felsmassiv, wurde natürlich auch schön aufwendig gemacht. Hier wurden genommen von Woodland paar Gießform. Aber der größte Teil wurde alles aus Gips gespachtelt und natürlich auch ausgeschnitzt. Ich mache auch mal ein bisschen größer, damit man das Geröllfeld ein bisschen sehen kann. Hier kann man das mal schön sehen. Das kriegt man natürlich auch hin mit dem Begrünen. Da muss man natürlich alles sehr, sehr sparsam machen, damit das nicht zu dick aussieht und dass das Geröllfeld alles auch schön rüberkommt. Ist das. Das sind alles Gipsbrocken. Die wurden dann auch eingefärbt. Und das sieht denn so aus. Natürlich habe ich auch den Boden, wie man ja hier sehen kann. Das ist das hier. Das ist aus gelbem Füllsand. Wurde dieser ganze Bereich vorher alles vorbehandelt und durch stark verdünnte Abtönfarbe wird der Boden dann nachher auch etwas dunkler. Ja, also das ist lieber etwas heller auftragen. Von der dunkler wird der nachher wo ganz alleine. Und das bekommt man sehr gut hin. Ja, das nächste ist ja dann nachher meine untere Blockstelle. Habt ihr ja bestimmt auch schon immer öfters gesehen. Das ist hier nun meine untere Blockstelle. Ist da, das ist auch mal ein Kibri-Bausatz gewesen, von dem gleichen Stellwerk aus, was ich auf der oberen Strecke habe. Ist genau das gleiche, nur natürlich ein bisschen umgebaut und auch ein bisschen angepasst. Ja, auf diesem Bereich muss er hier nachher noch Grünlandschaft gemacht werden. Diesen Bereich, da bin ich noch nicht zugekommen. Hab noch zu viele andere Arbeiten. Dann kommen wir natürlich zu unserer Massivwand. Wurde natürlich auch alles schön geschnitzt. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen näher ran, damit man das auch ein bisschen besser sehen kann. Ja, nun kann man das ja schon sehen, wie das nun aussieht. Natürlich, der größte Teil wurde hier alles mit Gips aufgetragen, normaler Gips und dann schön ausgespachtelt. Und natürlich schnitzen. Das ist natürlich die Kunst denn nachher. Schön ausschnitzen alles. Auch meine Stützwand, Tunnelportal, das wurde alles farblich gut angepasst. Die Stützpfeiler, die wurden auch alle per Hand geschnitzt. Aus Styrodur. Macht sich natürlich sehr gut. Nö. Und der Wildbewuchs, der kann sich doch auch sehen lassen. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Teil.
Ja, liebe Modellbahnfreunde, das ist jetzt meine neue Baustelle. Das sind ungefähr so, man kann ja sagen, so gut 2,5 Quadratmeter noch unbebaute Fläche. Und auf diesem Bereich hier soll mal meine Waldbahn laufen. Und ein Teilstück eines Dorfes soll hier entstehen, was in einer Waldschonung steht. Und das macht sich dann nachher besonders gut mit der Waldbahn, dann nachher das alles anzupassen. Das wird jetzt meine neue Baustelle werden. Und deswegen habe ich da mir immer ein bisschen zurückgehalten, weil ich muss mir erst ein bisschen Informationsmaterial immer besorgen. Und wie es dann auch mal aussehen soll, das sollte man ja vorher alles machen. Ne? Und das ist so mein, was ich so vorhabe. Ja, liebe Modellbahnfreunde, nun habe ich euch mal gezeigt. Ich melde mich gleich mal wieder. Ja, liebe Modellbahnfreunde, nun konntet ihr mal sehen, wie meine Anlage aussieht. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und nun könnt ihr euch mal ein Urteil mal selber machen, wie die Anlage aussieht, vom Gestalterischen aus her. Und somit verabschiede ich mich wieder. Bis zu einem neuen Video und bleibt alle gesund. Und ich wünsche noch einen schönen guten Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.